Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Löwen, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurer Monatslegung für Dezember 2023. Für alle, die den Löwen als Standzeichen im Mond, Venus oder Aszendent haben. Wichtige Info vorab, es wird im Dezember voraussichtlich keine Zwischenimpulse geben, da ich im Dezember die Halbjahreslegungen für alle Standzeichen vorbereite, die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Und daher entfallen wahrscheinlich die Zwischenimpulse, da ich das zeitlich einfach nicht hinbekomme. Also wisst ihr Bescheid, dafür gibt es die Halbjahreslegungen als Goodie für euch für 2024. So, wie immer, es ist eine allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos, auch wenn ich sie für Dezember definiert habe und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung, wenn es nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wir haben natürlich Wilma mit dabei und wir legen heute mit dem Krafttier-Orakel, dem Wait-Tarot, Erat Aliquando, dem Gilded Reverie Lenormand und selbstverständlich gibt's eine Fa'ol-Rune für euch mit dazu. Infos zu den Decks wie immer unten in der Infobox. So, jetzt gibt's einen Schluck Kaffee für mich und dann geht's los mit eurer Legung. Cheers, meine Lieben! So, schauen wir erstmal. Welches Krafttier begleitet denn die Löwen im Dezember 2023? Welches Krafttier begleitet die Löwen? Und wir haben den Delfin. Lebensfreude. Habe Spaß, spiele und probiere dich aus. Surfe die Wellen des Lebens. Der Energiefluss setzt ein. Das klingt nach einer sehr schönen, leichten Energie für euch, liebe Löwen. Da freue ich mich von Herzen mit euch. Die Legungen bisher waren teilweise schon ein bisschen schwerer von der Energie, stimmig zur dunklen Jahreszeit, wo ja auch oft nochmals die Schattenthemen angeschaut werden dürfen. Schauen wir mal, vielleicht sieht es bei euch ja als sonniges Feuerzeichen leichter aus. Gucken wir mal. Was war, was ist, in welcher Energie starten die Löwen denn in den Dezember? Was war, was ist bei den Löwen? Das sind zu viele. So. Okay, zwei Karten nehme ich. Wir haben, nein, das sind drei. Okay, dann nehmen wir die drei. Okay, wir haben das Ass der Stäbe, die Sechs der Stäbe und die Neun der Schwerter. Mehr Karten als geplant. Also was war, was ist, die Energie, die hinter euch liegt, scheint mir ein bisschen schwerer zu sein. Vielleicht ist es deshalb ja jetzt aber auch die Zeit, wieder in die Lebensfreude zu gehen. Wir haben das Ass der Stäbe und die Sechs der Stäbe. Ihr habt in irgendeiner Art und Weise, liebe Löwen, eine Art Neuanfang veranstaltet. Ne? Das kann mit der verdeckten Energie der drei Schwerter und verdeckte Energie mit dem Teufel und darunter liegt noch der Ritter der Schwerter. Also vielleicht habt ihr wirklich einen richtigen Rosenkrieg hinter euch, eine richtige Dramatrennung. Habt euch wirklich aus schmerzhaften Abhängigkeiten befreit oder wurdet mit eiskalter Berechnung hier über den Tisch gezogen, liebestechnischer Art. Also das liegt hier hinter euch. Und nach dieser Trennung habt ihr hier aber trotz allem, obwohl ihr wusstet, okay, jetzt stehe ich hier eigentlich vor einem kompletten Neuanfang, aber ne, der kostet dich natürlich auch Mut und der bringt vielleicht auch Risiken mit sich. Und trotz allem, dadurch, dass eben dieser Herzschmerz und diese Abhängigkeiten mit dem Teufel hier euch dadurch vielleicht auch erst bewusst wurden, ja, merkt ihr, dass ihr jetzt wieder mehr ihr selbst seid. Ihr seid mit den Sechs der Stäben siegreich zu euch selbst heimgekehrt, auch wenn dieser Herzschmerz und diese Trennung oder diese, also was immer da war, ich habe hier wirklich so ein eine Art Rosenkrieg oder so ein richtig eiskalt rücksichtsloses Verhalten euch gegenüber von der Energie her am Tisch. Es kostet euch jetzt zwar Mut, wieder neu anzufangen, aber ihr spürt, dass ihr wieder mehr ihr selbst seid, ja.
Ihr habt natürlich noch hier mit den neuen Schwertern so ein bisschen Gedankenkreiseln und schlaflose Nächte, weil natürlich, wenn man so einen Neuanfang macht oder frisch getrennt ist, ne, wenn so eine oder so eine schauderhafte Trennung hinter einem liegt, hat man natürlich auch die ein oder andere schlaflose Nacht, weil man sich Gedanken macht, okay, wie mache ich das, wie gehe ich hier vor, was, wie will ich das für mich lösen, welche Wege will ich hier beschreiten. Das ist, denke ich, ganz selbstverständlich, aber die Grundtendenz ist wirklich so, dass ihr diesen Neuanfang ergreifen möchtet und spürt, dass ihr auch wieder mehr bei euch selbst angekommen seid. So, jetzt gucken wir mal. Was ergänzt denn hier Erat Aliquando zu was war, was ist? Für die Löwen. Was haben wir denn da? Für die Löwen. Mit welcher Energie startet ihr? Wir haben die Nachtigall, das Haus aus Stein. Eine würde ich noch nehmen. Eine nehme ich noch. Dankeschön. Wir haben den Überfluss und die uralte Eibe. Was ergänzt hier noch das Lenormand? Der Park. Haben wir auch wieder drei. Okay. Der Park, der Stern und das Schiff. So, hoffentlich könnt ihr die jetzt noch nicht. Ich glaube, ihr könnt nicht mehr alle genau sehen, aber ich zeige sie euch nachher. Okay, also. Ihr habt durch dieses rücksichtslose Verhalten, was hier hinter euch liegt, ne? Also wirklich mit dieser drei Schwerter, Teufel, Ritter der Schwerter Energie, habt ihr, glaube ich, wirklich so eine Situation in eurem Leben gehabt, die man im Grunde nicht haben möchte. Und ihr merkt aber, dass dieser Neuanfang euch im Endeffekt gut tut. Ne? Ihr habt in euch mit der Nachtigall und dem Abendlied der wahren Liebe, wisst ihr, dass auch dieser Herzschmerz, der euch da widerfahren ist, dass das, also ihr verurteilt nicht die Liebe an sich, sondern ihr wisst, dass die Liebe die stärkste Kraft im Universum ist und im Endeffekt die menschliche Ebene halt im Endeffekt das ist, was dann eben Herzschmerz auslöst. Aber da, es ist nicht die Schuld oder die Verantwortung der Liebe. Und für euch ist es im Moment so, dass ihr im Grunde erkennt mit der Spiegelung auf die uralte Eibe, das ist nämlich die Portaldurchschreitung, ne, die Eibe steht auch unter anderem für den Weltenbaum. Also ihr merkt, dass trotz allem in euch so ein Urvertrauen ist und auch so eine klare Wahrheit, was Liebe für euch bedeutet, dass sich die in euch so trotz diesen, ne, unschönen Ereignissen der Vergangenheit, dass sich da für euch dieses Urvertrauen ist unerschütterlich. Denn wir haben hier wirklich als zentrale Karte das Haus aus Stein und den Überfluss. Und das sagt mir einfach, liebe Löwin, dass ihr merkt, welche Stärke ihr in euch tragt. Ne? Also das ist dieses Fundament, euer Fundament trägt euch. Ne? Also das ist nicht zerbombt worden, sondern ihr habt ein festes Fundament, auf dem ihr steht. Das ist wirklich mit dem Überfluss ein bombensicheres Fundament. Und diese Erkenntnis trägt euch im Endeffekt auch durch die ein oder andere schlaflose Nacht, wo ihr einfach sagt, ja, ich kriege das schon irgendwie hin, ich habe das überstanden, aber ich weiß, dass ich einfach das Vertrauen darin habe, dass mich das zu einer höheren, zu einer mächtigeren Ebene führt. So, Entschuldigung. Und wir sehen hier auch, dass ihr auf einer großen Seelenreise seid. Ihr öffnet euch hier wieder. Und zwar den Impulsen, die hier mit dem Stern und dem Park auf euch zukommen mögen. Ja, das können Zeichen aus der Schöpfung sein, das kann Federn sein, die ihr auf eurem Weg findet. Und mit dem Schiff ist auch hier, das sind
Sehnsüchte, die wieder in euch auftauchen, ne? So dieses, hey, ich komme wieder bei mir an, was wollte ich eigentlich, ne? Wo liegen meine Träume und Wünsche? Und ihr öffnet euch für diese Träume, Wünsche und Ziele wieder und ihr seid auch in der Anerkennung dessen mit dem Stern, dass es euer Seelenweg ist und sich für den eben zu öffnen. Das ist im Grunde eine sehr, sehr schöne Energie, weil ihr, ne, wie dieser Mann hier auf den Sechs der Stäben, der reitet ja voran, er schreitet voran. Und diese Energie nehme ich auch bei euch wahr. Ne? Trotz allem, was da hinter euch liegt, sagt ihr einfach, ja, immer vorwärts, es geht weiter. Ja, und auch hier, da wurde in der Realität, also wirklich mit der Karte Realität und den Routen und dem, ne, verdeckte Energien, drei Schwertern und dem Teufel, also hier wurde wirklich Tabula Rasa, also das war so ein, also als ob ihr wirklich knallhart mit der Realität konfrontiert worden wärt, was euch da jemand eigentlich angetan hat. Ne? Also das ist schon in der Vergangenheit die Energie, die da war. Das war, glaube ich, wirklich eine Art, ja, böses Erwachen, könnte man sagen. So, schauen wir mal, was kommt denn jetzt im Dezember, ups, das sind zu viele, auf euch zu. Aber da hat sich präsent auf meiner Hand der Narr umgedreht, also auf jeden Fall Neuanfangsenergie, meine Lieben. Ne, es geht vorwärts. So, wir mischen nochmal durch und jetzt hätte ich gern ein bis zwei Karten. Was kommt denn auf die Löwen zu? Dankeschön. So, wir haben die Acht der Stäbe und der Stern. Wow, was für eine coole Energie. Das passt wunderbar zum Delfin mit der Lebensfreude. Die Acht der Stäbe ist eine positive Karte. Die Acht der Stäbe ist eine Kommunikationskarte. Ne? Die Acht der Stäbe, hier kommen ganz viele Impulse im Dezember auf euch zu. Kreative Ideen, Dinge, wo ihr sagt, hey, das Hobby wollte ich wieder aufnehmen oder... ihr seid einfach unglaublich kommunikativ unterwegs. Ne? Vielleicht geht ihr auch viel raus oder seid auf Weihnachtsfeiern oder geht auf den Weihnachtsmarkt. Also das ist so, ihr habt so diesen, ne, mit dem Stern ist auch die Karte der Wunscherfüllung und der Hoffnung im Feld. Also das ist so, ihr geht so absolut zuversichtlich in diese, in diesen Neuanfang hinein. Ja, und ihr seid einfach ihr selbst, ne? Ihr labert drauf los, ihr seid, ihr freut euch, Menschen kennenzulernen und gleichzeitig merkt ihr auch, dass ihr eben mit dem Stern, das ist eine Heilungskarte eben auch und die Karte der Wunscherfüllung, dass ihr euch wirklich mit euren Wünschen befasst, ja, und schaut, hey, was will ich erreichen, was will ich mir Gutes tun, wohin soll meine Reise gehen, und da seid ihr total kontaktfreudig und offen und ja, so richtig, ihr saugt auch diese Impulse auf und guckt einfach mal, hey, ja, wie fühlt sich der Impuls in mir an, was will ich mit dem machen, will ich den umsetzen oder ist das einfach nur ein schönes Erlebnis gewesen und jetzt ist gut, ne, und kommt das nächste. Also so, das ist eine sehr entspannte, wirklich diese Lebensfreude-Energie mit dem Delfin, ja, Spaß haben, sich ausprobieren, die Welle surfen, ja, wenn ein Impuls kommt, der euch anspricht, dann folgt ihr dem mal und wenn er sich als nicht stimmig herausstellt, sagt er, okay, passt nicht und geht weiter. Also total coole Energie. So, was ergänzt denn hier noch Erat Aliquando? Was kommt hier im Dezember auf die Löwen zu? Die Maus, die Taube, und da haben wir es schon. Die Siebenmeilenstiefel und der Hirsch. Okay, wow. Gut. So, jetzt schauen wir gleich noch, was das Lenormand ergänzt. Der Anker und der Brunnen. Okay, also ihr seid wirklich... liebe Löwin, ihr seid von einer Zuversicht geprägt und getragen. Ja, Lebensfreude, große Träume, das könnte so die Überschrift von dieser Legung sein. Ne? Ihr wisst mit der Maus, ihr findet immer einen Weg. Ja, ihr seid wie eine Katze, die immer auf die Füße fällt, so ungefähr. Also auch wenn das, was in der Vergangenheit war, vielleicht wirklich dramatisch oder so eine Vollbremsung war in eurem Leben. Ihr fallt auf die Füße und ihr seid wirklich von so einer Zuversicht getragen,
die ich total beeindruckend finde. Also wirklich total gut. Ihr findet in jedem Fall einen Weg. Die Maus findet immer einen Weg und sie hat einen Dietrich. Sie kann Türen öffnen oder auch Türen verschließen. Ja, und ihr seid hier aber in einer sehr friedvollen, lichtvollen Kommunikation mit der Taube. Auch hier liegt wieder drin, dass ihr sehr lösungsorientiert kommuniziert, dass ihr vorankommen wollt. Ihr seid kontaktfreudig, ne? Auch mit den 7-Meilen-Stiefeln hier. Die Energien überschlagen sich fast förmlich für euch. Das ist im Endeffekt, was da hinter euch lag, ne? Diese Teufelenergie mit dem Herzschmerz, das war für euch im Endeffekt wie so eine Wiederauferstehung, wo ihr merkt, hey, ja, und ich will jetzt hier, ne, mit den 7-Meilen-Stiefeln, ich will hier ins Leben gehen und das kann euch gar nicht schnell genug sein. Und ihr seid hier auch mit dem Hirsch, oh, Entschuldigung, da fliegt mir die Karte weg. So, ihr seid hier auch mit dem Hirsch in eurer absoluten Präsenz und Strahlkraft. Also ihr rockt hier wirklich die Showbühne, meine lieben Löwen. Das ist total genial. Also das ist wirklich eine sehr schöne, absolut positiv hoffnungsvolle Energie. So, ihr findet auch Halt, ne, mit dem Anker und dem Brunnen findet ihr auch Halt in euren Wünschen, in den Wünschen, die aus eurer Tiefe mit dem Brunnen hier wieder ans Licht kommen. Es kann auch wirklich sein, dass ihr den Traumjob ergattert, ne? Anker und Brunnen kann auch eben der Anker für Beruf stehen und der Brunnen eben für die Wunscherfüllung. Also vielleicht ist es auch so, dass ihr sagt, okay, wenn ich jetzt schon im Neuanfang bin, mache ich hier komplett Tabula Rasa. Es kann sein, dass ihr wirklich hier euch auf einen Wunschjob bewerbt und das hat gute Aussichten in dieser Energie, in der ihr hier seid. Oder ihr erhaltet eine interne Beförderung, ja, also das ist, kann auch wirklich hier beruflich noch weitere positive Aspekte für euch nach sich ziehen. Ja, die andere Option ist, dass ihr einfach merkt, dass dies mit diesem Anker eben, auch hier hatten wir ja das Haus aus Stein und den Überfluss, also ihr seid im Endeffekt, ihr seid unumstößlich sozusagen von eurem Fundament her. Ja, und das werdet ihr auch im Lauf des Dezembers noch mehr spüren, wenn der Anker und der Brunnen eben dafür steht, dass ihr merkt, hey, was für einen Halt, also wie viel Halt ihr in euch selbst einfach erreicht habt und auch spürbar und lebbar habt. Also total coole Energie. Ne, ihr seid, auch wenn ihr wirklich aktiv unterwegs seid, seid ihr in einer gewissen Art und Weise geduldig. Also ihr seid dynamisch unterwegs und ihr wisst, ihr wollt den Neuanfang. 7-Meilen-Stiefel, Hirschtaube, 8 Stäbe, ne, das sagt mir alles. Ihr geht raus, ihr kommuniziert ganz viel. Die verdeckte Energie ist aber, dass eure Werte, ne, mit dem Hierophanten und den 2 der Kelchen, wenn ihr euch wieder auf eine Verbindung einlasst, dann wollt ihr, dass hier die gleichen Werte auf Augenhöhe gelebt werden. Das ist sozusagen eure Quintessenz aus dieser schmerzhaften Erfahrung in der Vergangenheit. Und ihr wisst mit der Geduld und dem Kind, dass dieser Neuanfang in Liebesdingen dann kommen wird, wenn die Zeit reif ist. Weil ihr vielleicht auch ein Stück weit kompromisslos seid und sagt, hey, unter Augenhöhe und gleichen Werten fange ich gar nichts mehr an. Also da seid ihr in einer gewissen Art vielleicht auch, sage ich jetzt mal, einfach kompromisslos und sagt der Neuanfang, ich werde mich nur auf etwas Neues einlassen, wenn ich weiß, dass sich hier, dass das einfach harmoniert, dass das passt. Ja, keine Kompromisse mehr, was das angeht. So, was ist denn hier noch? Ich meine, im Endeffekt seid ihr auf in einer sehr guten Richtung unterwegs, also wirklich total schön. Aber wir schauen mal, was denn der Tipp des Universums euch, liebe Löwen, noch mitgeben möchte. So, da haben wir die 2 der Stäbe. Hier geht es, als Tipp des Universums geht es um die Entscheidungsfindung. Ihr seid von der Energie her im Grunde ja wie dieser Herr hier. Der steht zwischen mehreren Möglichkeiten und erhält seine neue Welt in Händen. Und der Dezember ist noch so ein Monat, wo ihr im Endeffekt die jeweiligen Möglichkeiten, für die ihr euch entscheiden könnt, wirklich abwägen solltet.
Ja, lasst euch Zeit damit. Schaut euch die Optionen an. Wie fühlen sich die an? Welche Möglichkeiten habt ihr da? Also das ist so dieses, die zweite Stäbe ist noch das, noch nicht die Energie, wo man sagt, ja, ich mache mich jetzt auf in ein Abenteuer, sondern man schaut sich erstmal an, welche Abenteueroptionen habe ich denn? Ja, und das ist auch das, was der Delfin sagt, probiere dich aus. Ja, das ist auch der Tipp des Universums. Ausprobieren. Du hast in der Energie momentan, lieber Löwe, gerade nichts zu verlieren. So, was ergänzt hier Erat Aliquando als Tipp für die Löwen? Eine nehme ich noch. Ja, das sind zu viele. Dankeschön. So, wir haben die gute Stube, die Sanduhr, der Besen und der Wolf. Okay, schauen wir gleich noch, was das Lenormand ergänzt. Der Berg. Das Kind und das Haus. Okay. Also. Ja, die gute Stube heißt auch wirklich immer, trotz allem, ihr seid hier in so einer Lebensfreude, in so einer spielerischen Energie drin, ist es so, dass ihr in eurem stillen Kämmerlein auch wirklich hinschauen solltet, welchem Pfad ihr folgen wollt. Ne? Der Wolf ist zum einen der Hinweis auf Süchte und Abhängigkeiten und zum anderen der Hinweis, der Wolf findet immer einen Weg, der kennt seinen Pfad auch auf nebligen, in nebligen Gefilden. Ja? Mit dem Wolf geht es darum, wieder wirklich die Führung für euch in eurem Leben zu übernehmen. Da seid ihr ja wirklich schon in einer positiven Grundausrichtung. Aber es ist natürlich auch vielleicht ein bisschen die Gefahr, wenn man so in dieser Strahlkraft drin ist, wie ihr das hier so seid im Dezember, ne? Dass man ein bisschen so die Innenschau vergisst oder dass die überturbelt wird durch diese ganzen Energien, die da um euch herum auf euch einprasseln. Also nehmt euch auch immer wieder Zeit, in eurem stillen Kämmerlein zu reflektieren, wo euer Fokus liegt, wo euer Pfad euch hinführen soll. Ja, und da auch geduldig vielleicht mit dem ein oder anderen, mit der Sanduhr und dem Besen, so einen kleinen inneren Hausputz noch zu machen, ja, ein bisschen durchzufegen. Und die Sanduhr ist eben auch immer der Hinweis auf das Thema Zeit. Ist die Zeit schon reif? Seid ihr schon bereit für etwas Neues oder das Neue? Braucht ihr noch Zeit? Ja? Verrinnt euch die Zeit? Also all diese Themen, hier einfach achtsam sein mit eurem Zeitmanagement, sage ich jetzt mal, oder mit den Dingen, für die ihr euch hier Zeit nehmt. Ne? Ihr wisst, ihr habt mit dem Berg schon Großes gemeistert und ihr wisst, dass der Neuanfang in der absoluten Stabilität möglich ist. Ihr wisst, dass ihr Herausforderungen meistern könnt. Aber auch mit dem Kind ist eben angezeigt, dass ihr es kann jetzt sein, Berg und Kind, ja, entweder ist es eine Herausforderung, Kontakt mit eurem inneren Kind aufzunehmen, dann hilft euch der Delfin hierbei, ja, dass ihr diese Lebensfreude, dieses Spielerische umsetzen könnt, ja, und dass ihr, wenn ihr hier eine blockierte Verbindung vielleicht zu einem Kind habt, das könnte eben auch sein, dass euch hier der Delfin hilft und dass es auch hilft, diese Herausforderung zu meistern, indem ihr einfach Stabilität signalisiert mit dem Haus. Ja, ihr könnt als anderer Tipp des Universums wäre hier die Deutung, eure Herausforderung ist aktuell euer Zuhause, eure Welt, euer Heimatgefühl ganz neu zu gestalten. Das ist eure Herausforderung und hierfür solltet ihr euch auch
im stillen Kämmerlein in der guten Stube Zeit nehmen, eure Optionen mit den zwei Stäben abzuwägen und eure neue Welt zu erschaffen. Wie geht es weiter? Da haben wir den König der Stäbe. Ja, also das ist Mr. Hotty Hotty, das ist das Feuer des Feuers, das ist Leidenschaft, das ist Selbstbewusstsein, das ist Charisma. In der negativen Ausprägung könnte der König der Stäbe auch arrogant sein, manchmal etwas überambitioniert, ja, vielleicht auch ungeduldig. Und hier dürft ihr einfach nochmal einen Blick in den Spiegel werfen, um eure Rahmenbedingungen zu stecken. Ja, das ist eine schicksalhafte Aufgabe für euch, meine Lieben. Hier liegt das Kreuz und die Dame. Und ihr wisst, wenn die Dame fällt, seid ihr als meine Zuschauer immer damit gemeint, egal ob ihr männlich oder weiblich seid, euer Gegenüber wäre der Herr. Den Herrn habe ich hier übrigens gar nicht mehr drin liegen. Also egal, wer euch da jetzt Herzeleid zugefügt hat, ob beruflich oder privat, also das kann ja auch ein Betrug von einem lieben Arbeitskollegen oder was gewesen sein, diese Energie habe ich hier gar nicht mehr im Feld. Ihr schaut einfach eiskalt nach vorne, ja, und ihr wollt eure Welt neu erschaffen und ihr merkt eigentlich, dass das für euch wie eine Art Befreiungsschlag war, zurück zu eurer Urenergie, zu eurem Strahlen, zu eurem Leuchten und zu eurem So-Sein. Und das schöpft ihr im Dezember hier voll aus. So, welche Rune begleitet denn die Löwen? Da habe ich sie schon. Ja. Das ist das Pferd, das ist die Ewas, ne? Das ist, da geht's voran. Hier ist Bewegung drin. Ihr seid, ne, das ist alle Karten, die ich hier habe. Ich habe hier sehr viel Stabenergie, das ist Feuerenergie, das ist euer Element. Hier geht's voran, ja? Die Ewas ist auch die Rune der Begegnung. Hier begegnen sich Gefühle auf Augenhöhe. Ihr seid kontaktfreudig, ihr geht voran, ihr nehmt die Impulse auf, ihr lasst die Gefühle, also ihr lasst hier auch die Gefühle fließen. Und achtet aber darauf bitte, wo fließt es stimmig auf Augenhöhe. Ja, liebe Löwin, das war eure Legung für den Dezember. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sag ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder mein Video teilt. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Eure Crazy Owl. Ciao, ciao.